Die friedliche Mehrheit. Was bleibt eigentlich vom Holocaust und all den Nazi-Verbrechen übrig, wenn man nur auf das schaut, was die Mitläufermehrheit gemacht hat? Rechnen wir also die Taten der 49% bösesten Nazis weg und schauen nur auf das, was die 51% friedlichsten Nazis so gemacht haben, also die Mehrheit. Das, was die 49% gemacht haben, wird vollkommen ignoriert. Die Schriften werden ignoriert, die Gesetze und die Geschichte. Man schaut nur auf das, was die 51% friedliche Mehrheit gemacht hat. Ist dann der Nationalsozialismus immer noch eine gefährliche Ideologie? Oder sind das dann nur harmlose Leute, die in Frieden mit ihren Nachbarn zusammenleben wollen? Natürlich kann jeder erkennen, dass das eine völlig verrückte Vorgehensweise wäre. Man kann nicht die Taten der durchgeknallten Minderheit ignorieren und schon gar nicht darf man zur Beurteilung einer Ideologie die Schriften rausrechnen und die Geschichte ignorieren. Das sind alles Elemente, die man kennen und untersuchen muss, um das Wesen einer Ideologie zu erfassen, und anhand dieser Erkenntnisse kann man eine Ideologie dann auch bewerten und ihre Gefährlichkeit einschätzen. Was für ein Glück, dass das hier jedem ohnehin klar ist. Und es in Wirklichkeit ja nicht vorkommt, dass eine Ideologie unter Ausklammerung ihrer Geschichte, ihrer Schriften und ihrer radikalen 49% Minderheit beurteilt wird. Danke.